bin das nicht mehr so gewohnt. In Amerika durftest du 130 fahren auf geraden Stücken ohne Blitzer und hier fährst du über eine Kreuzung ein bisschen zu schnell, zack, wirst du geblitzt. Tja, Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Eigentlich hätte es am Wald schon abbiegen müssen, aber ist okay. Pass auf, da Oh. vorne haben sie auch einen Blitzer hingebaut. Nach der Kreuzung. Ah, ich sehe es schon. Kleine Fotoapparat. Hat ein bisschen kostet, wenn du da zu schnell durchheizt. Jo. Darum fahre ich jetzt auch hier lieber schön mit 34 durch. Jetzt gebe ich Gas. Yalla, yalla. Ja, was sagt er? Möchte heile ankommen. Ist ja nicht so, als ob ich gestern schon einen Unfall gehabt habe. Ja, eben deshalb. Aufpassen. Sagst mir jetzt am besten, wie ich ganz schnell da hochkomme. Der kannst du durchfahren, der ist 100. Ende der Straße links. Jetzt sieht aber gut Finger weg. Ja, ist ein bisschen was dran gemacht worden. Turbolader war verstopft, der Na, alte. okay. Der war auch ein bisschen kaputt. Ja, Straße folgen. der hat von mir direkt erstmal einen komplett neuen Turbolader gekriegt. Chip-Tuning. Fertig. Hoffentlich alles Heute eingetragen. ist alles eingetragen. Ist alles im Fahrzeugbrief eingeschrieben. Weil, kennen Sie uns Amerikaner ja, ne? Immer, wow. Ah, ich muss hier nochmal so Spureinstellungen bringen. Glaube ich auch. Er zieht nämlich ein Geradeaus bisschen. weiter. Weil er zieht nämlich ein bisschen überall hin und nicht dahin, wo der soll. Ende der Straße rechts. Ja, soll das mal zum Jürgen bringen. Besser wär's, weil ich glaube, die Reifen sind auf. Ja, oft machen sie das nicht mit. Sagen dir ja, die Reifen müssen gemacht werden, die sind auf. Am besten ein paar neue drunter, sagt man ja machen. Und was ist, man kriegt das Auto immer noch mit den alten Reifen drauf zurück. Nächste gleich links. Den dafür ein Schlepper. Ein Deiz. Bin ich ja überhaupt nichts dran. Doch, Plastik. Plastikbombe hoch 10. An der Brücke, nach der Brücke rechts. Ja, schmeißt der John Deere die Flammen, weiß der Deutz, was Leistung heißt. War jetzt aber kein Rhyme. Musste mir den selber gerade zusammenreimen. Huch, da war ein Schlagloch. Rechts, nicht links. Bremsen sind auch nicht mehr die besten. Und solange nicht stecken bleibst, ist alles okay. Eine. Weiß, wie ich zu fahren. Hui! Da mache ich einen halben Donut. In Amerika. Boah, ey, da hatte ich so viele Autos, ne, die musste ich aber alle zurücklassen, weil die den EU-Formen nicht entsprechen. Ja, muss ja alle umrüsten. Ja. Mein Gott, was sind denn hier für Schlaglöcher? Voll, zieht die Karre nicht. Ah, jetzt schon. Gerade Hupfel. geradeaus über die Kreuzung. Oh, bin ich schon froh auf nächstes Jahr, 1. Mai. Warum? Ja, Maifest. Warum denn nicht? Ach so. Ja, in Amerika kannten wir sowas leider nicht. Aber ich als gebürtiger Deutscher habe natürlich dann am 1. Mai ein paar Bierchen gekippt. Nach Rocksack kommen wieder auf der linken Seite ein Blitzer. Der steht auch wieder im Gebüsch. Achtung. 50. Ah, da steht das kleine Mistding. Die haben mir schon so viel Geld abgezogen. Sagen wir Feuer frei.
Jo, ich geb schon Gummi. Dass die Reifen schon durchdrehen. Solange das Auto sich nicht dreht, ist alles gut. Uah. So schnell fängt meine Karre wieder auf. So, wie komme ich da jetzt drauf? Hier rein? Stopp. Ja, die erst zweite wär's gewesen. Straßenschild. Die zweite, ey. Einfahrt. Also, egal, lass mich raus. Ich geh mal hinter. Muss da links die andere Einbahnstraße rein. Die andere da vorne. Jo. Hallöchen. Oh, hallo Herr Baruna, wir dürfen Jürgen, da links bist du noch voll reinfahren in den betrunken Raum. oder was? Komm rein, Baruna. Was ist? Baruna, wir Bist müssen du da vorne betrunken oder stehen. was? Wo? Jo, ja. Jo. Warum? Hinter dir, hinter dir. Oder du, Warum? Okay, ich. Oasis, nehmen Sie mal Platz. Da kommt, glaube ich, noch jemand da außen. Ist noch jemand. Servus. Stefan! Herr Diesel, möchten Sie auch noch mit rein? Sonst würde ich jetzt hier die Prost! Türen schließen hier. Ja, ich komme, Was? ich komme. Prost! Alter, müsst ihr alle saufen? Ist Wasser. Ach so, Ist Wasser aus der. Hopfenblütentee. Ja. Wer sich nicht benehmen kann, verlässt den Saal. Hopfenblütentee. Und muss Genau. dazu noch 5.000 an die Stadt Jo, überweisen. da bin ich ja pleite. So. So, Herr Neumann, ist denn alle da? So, wir haben uns heute hier versammelt, da die Stadt auf mich zukam, also der Moment mal kurz. Massakristen. Moment mal kurz, ich habe jetzt schon mal eine Frage. Herr Müller. Nicht stattgegeben. Sie sitzen auf der falschen Seite, Sie müssten darüber. Also der Herr Trissler hat zu mir gesagt, dass ich mich hier Ja, hinsetze. ich setze Du mich bist aber auf der nicht zu falschen Ihnen auf die Seite. Seite. Ich bin ja Du Ihrem musst hier rüber. Ich auch nicht. So, aber darf ich jetzt noch mal was sagen? AfD darf. Nein. Herr Neumann, Sie dürfen. Es trägt zum Wesentlichen dieser Gerichtsverhandlung Nein, nicht bei. stattgegeben. Wir sind noch gar nicht da. Das Eröffnungsplädoyer ist noch gar nicht gehalten worden. Also, jetzt erstmal Ja, aber das Füße hat stillhalten. die Ger Doch, das, das. still. Wir haben uns hier versammelt, da der Marcel Trissler auf mich zukam und mir mitgeteilt hat, Was? dass der Lukas Wucher betreibt. Also meine Herren, man kann ja sich wohl einmal im Gesetz verlesen, oder? Aber mich hat Herr niemand darauf Neumann? angesprochen, ne? Auf den hohen Preis. Es wurde deswegen, Herr und Neumann? außerdem finde ich, es ist eine Unverschämtheit, dass ein Händler gegen einen Händler ein Urteil fällen darf. Der Norman? Herr Neumann ist hier nicht als Händler, sondern als Richter Aber er könnte zu seinem Vorteil entscheiden. vorsitzend. Deshalb Nein, fordere ich da eine ist der Unabhängigkeit. Gemeinderat Waruna auch anwesend. Genau. Ah. Na, das werden wir ja sehen. Ja, gut. So, Herr Staatsanwalt. So, also, wir haben eine Beschwerdeliste bekommen. Da wurde aufgelistet, was denn alles gekauft worden ist. Haben es zu einem Gesamtpreis von 405.800 ohne Gebühren vom Händler. Dann hat aber der Händler noch 122.760 als Gebühren draufgeschlagen. Falsch, 95.700. Herr Norman? Herr Müller, Sie können sich gleich zu den Vorwürfen äußern. Jetzt lassen Sie bitte den Staatsanwalt ausreden. So haben es wir vorgelegt bekommen anhand von Ihren Steuerunterlagen. Warten Sie, vom 20.06. Und daraufhin wurde Beschwerde eingelegt gegen Sie, weil es ja sich um 25% an Gebühren handelt und die als viel zu hoch erachtet werden. Jetzt dürfen Sie reden, Also, Lukas. meine Herren, ich gebe es zu, ich streite gar nicht ab, es war überhöht. Aber ich habe mich schlicht und weg dagegen verlesen. Ich habe mich verlesen in dem Gesetz. Das kann jedem mal passieren, denke ich, dass man sich einfach mal verliest. Und man hätte mich auch darauf ansprechen können. Aber nein, es wurde
mir nicht Bescheid gesagt. Es ist auch gar kein Problem, dass ich die überhöhte Marge wieder zurückzahle. Also, ich sehe da halt so, wieso geht man da direkt vor Gericht? Ich meine, es ist alles, man kann auch mal, ich wurde da gar nicht drauf angesprochen, also wirklich gar nicht. Ja, Herr Müller, dann haben wir eine weitere anonyme Meldung auch noch bekommen, dass Sie ein weiteres Fahrzeug auch zu einem überhöhten Preis verkauft haben. Da hat aber der Herr Neumann noch die Unterlagen, die liegen mir noch nicht genau vor. Wie gesagt, ich habe mich schlichtweg... In dem Fall geht es um einen Einkauf, der erst viel höher sein sollte. Genaue Zahlen nenne ich jetzt mal nicht. Derjenige hat denn... Bitte, um was es sich handelt. Darf ich nicht nennen. Darf ich nicht nennen. Um welche Preiskategorie? Ist anonym. Darf ich nicht nennen. Die Anzeige wurde anonym erstattet. Es wurde erst einen höheren Preis gesagt und dann wurde hat derjenige runtergehandelt. Und erst hieß es, die Summe bezahlen, und dann kamen sie nochmal an mit nochmal die gleiche Summe für die Steuern zahlen. Also, das setzt sich aus folgendermaßen zusammen. Ich wurde gefragt, ja, was bekommen Sie denn? Und da bin ich davon ausgegangen, dass dass er damit gemeint ist, was bei mir hängen bleibt. Also was ich letztlich daran verdiene. Exklusive Einkommensteuer. So. Dann ist mir aber noch eingefallen, Moment, die Steuer, die fehlt ja noch. Und außerdem, der Gesamtpreis setzt sich daraus zusammen. Man kann es auch gerne nachrechnen, dass sich daraus der Preis zusammenrechnet. Setzt. Also das heißt, es war quasi ein Teil davon. Wenn aber der Preis runtergehandelt wird, dann muss man da nochmal neu die Steuern ausrechnen. Nein, Herr Neumann, weil das die Einkommenssteuer anders läuft. Sie nehmen sich einen Kompakttraktor zum Beispiel. Dort drauf sind fest 5.900 Steuern. 10% von 59.000. Die bleiben gleich. Und der Gewinn, und ich habe nicht genau dieselbe Summe gefordert. Nicht! Der Gewinn wird ja extra versteuert. Herr Müller, also, da sind Sie aber gerade auf dem Holzweg. Natürlich nicht. Also den Gewinn versteuert er extra, den tut er nicht auf den Händler, auf den Preis draufschlagen. Ja, den das ist richtig, das ist richtig. Aber wenn Sie den Preis von dem Fahrzeug verändern, verändert sich den ja Preis auch... Der Preis von dem Fahrzeug, der wird nicht verändert, den kann ich nicht verändern. Ach, Sie haben nur Ihre Gewinnmarge reduziert. Genau. Okay, ja, das ist legitim. Ich kann Ihnen auch gerne mal vorrechnen, wie ich das mache. Nee, Mathe habe ich zu Genüge gehabt. Das ist ja ein anderes Thema. Es geht ja immer noch um den Wucher, der uns hier vorliegt, weil sie haben ja auch städtische Ämter. Und da ist die Frage, ob sie dafür dann überhaupt geeignet sind, wenn sie Wucher betreiben. Also, ich erkläre es Ihnen zum 10.000. Mal. Ich habe mich schlichtweg einfach in diesem Gesetz verlesen. Ich denke, jeder kann sich darin mal verlesen. Und hätte man mich darauf angesprochen, wäre das auch überhaupt kein Problem. Ich muss Ihnen ganz ehrlich zugeben, eine Woche später habe ich das Gesetz nochmal gelesen und dann ist mir auch aufgefallen, nein, das stimmt so nicht. Und seitdem mache ich das auch nicht mehr. Das waren zweimal. Zwei oder einmal. Also die Käufe, die in dieser Woche getätigt wurden. Herr Müller. Okay, Sie geben es. Einmal bin ich aber auch unter diese 10% dann gegangen und einmal war es bei dem städtischen Einkauf leider, es wurde auch ohne zu murren bezahlt, was mir auch leid tut, weil ich habe mich schlichtweg einfach verlesen und ich erstatte das auch zurück, ist gar kein Problem. Herr Müller, wenn Sie aber gemerkt haben, dass Sie da einen Fehler gemacht haben, warum haben Sie den Fehler nicht rückgängig gemacht? Also, weil das zu dem Zeitpunkt schon alles bezahlt wurde und es ist mir ja im Übergang von dieser Woche, also von letzter Woche auf diese Woche aufgefallen, nur dass heute schon der Gerichtstermin war. Aber der 20.06. ist ja schon ein bisschen länger her. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Ja, aber Sie haben jetzt auch zugegeben, dass Sie es eigentlich dann zweimal versucht hätten. Einmal. Ich habe es nicht versucht, mir ist es schlichtweg nicht aufgefallen. Es war nicht vorsätzlich. Ja, da übergebe ich das Wort an Sie, Herr Baruna und Herr Neumann. Also, ich habe hier noch was vorliegen. Ja. Da sich derjenige nicht sicher war, wollte er auch eine Rechnung haben, den sie
seit heute immer noch nicht gegeben haben. Ich habe die Person nochmal gefragt, ob sie eine Rechnung haben will. Darauf hieß es nein. Weil es ist tatsächlich, durch den Erntestress hat sich's verzögert. Ich habe die Person nochmal gefragt, ob sie eine Rechnung braucht oder ob sie es inzwischen erledigt hatte. Diese Person hat mir nein per WhatsApp geschrieben. Ich kann Ihnen auch gerne den Ausschnitt zeigen. Überhaupt kein Problem. Okay. Sie bekennen sich schuldig, dass Sie, also der Angeklagte bekennt sich schuldig, dass er in einem Fall im Nachhinein wissentlich Steuern hinterzogen hat. Beziehungsweise Wucher betrieben hat. Tut mir leid. Doch, im Nachhinein wissentlich, weil Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie das inzwischen mitgekriegt haben, dass Sie da einen Fehler gemacht haben. Also haben Sie im Nachhinein wissentlich... Erwarten Sie, dass ich innerhalb von 10 Sekunden, wenn ich das lese, das mache? Das ist mir während der Ernte aufgefallen. Dann wollte ich jetzt, ist Ernte bei mir zu Ende, wollte ich anrufen. Dann müssen Sie sich vielleicht einfach mal persönlich besser strukturieren. Es gab bereits eine Umstrukturierung im Rechnungsprogramm. Na, das ist ja löblich von Ihnen. Aber dann werfen wir Ihnen trotzdem zur Last, dass Sie einmal wissentlich, unwissentlich Wucher betrieben haben. Sie haben unwissentlich. Herr Neumann, der Angeklagte sollte mich nicht die ganze Zeit unterbrechen, sonst wird mein Urteil oder meine Straffestsetzung deutlich erhöht. Beim nächsten Mal 5.000 Euro Strafe. So. Das ist das Schlussplädoyer der Staatsanwaltschaft. Wenn Sie, hören Sie sich das einfach an und dann dürfen Sie auch nochmal was dazu sagen. Also, wie ja schon vom Herrn Varuna mitgeteilt haben, Sie wissentlich oder unwissentlich, das ist ja jetzt die Frage dann. Auf jeden Fall, Sie haben Wucher betrieben. Der 20.06., der ist ja auch schon länger her, also hätte Ihnen ja auch schon lange auffallen müssen dann. Beantragen wir, dass Sie von Ihren Ämtern enthoben werden und die hochgezahlte Marge zurückzahlen müssen. So, wurde es an Sie übergeben, Herr Varuna und Herr Neumann. Jetzt muss ich gerade mal nachfragen, was meine Rolle eigentlich ist. Sie sind als Gemeinderat, weil Herr Neumann ja sonst als Händler den Vorteil hätte. So. Wir müssen uns zurückziehen. Und das unter vier Augen. Wir haben da hinten einen Raum, aber ich dachte, ich darf jetzt nochmal was dazu sagen. Ja, das dürfen Sie auch. Also, wie ich Ihnen schon 10.000 Mal erklärt habe, aber ich das Gefühl habe... Bitte bleiben Sie sachlich. 10.000 Mal ist keine Definition. Gut, dann dreimal. Ich habe bei Einkäufe, bei einem sind wir dann auch wieder, habe ich nachgerechnet, unter der 10% Marge. Also ist einer gewesen, bei dem tatsächlich diese 25% beziehungsweise dieser Wucher war. Danach, erst danach, vor der Ernte, wo Erntestress begann, interessiert Sie wahrscheinlich nicht, ich sag's trotzdem, ist mir das aufgefallen. Ernte war zu Ende, war jetzt zu Ende, diese Woche. Ich war gerade noch das letzte Korn wegbringen. Und dann hätte ich mich darum gekümmert. Nur, ich kann auch nicht alles gleichzeitig machen und ich weiß nicht, ob sie, egal, auf jeden Fall ist es halt so, dass ich erst dort, ab diesem Zeitpunkt, wieder im richtigen Wissen war. Weil, ich sag's nochmal, verlesen kann sich jeder und ich weiß, das sollte nicht zu Lasten anderer sein, dieses Mal ist es nun mal so passiert, aber Rückzahlung, also den Kaufvertrag rückgängig machen, beziehungsweise den Teil daran zu mindern, ist gar kein Problem. Nur, was ich halt davon jetzt ein bisschen schade finde, auf gut Deutsch gesagt, dass man dafür vor Gericht ziehen muss und nicht einfach drauf anspricht, weil ich wurde kein einziges Mal darauf angesprochen, dass das so sei. Und ich meine, ist es Glück, dass ich es bemerkt habe. Hätte ja auch sein können, dass ich es nicht bemerkt hätte. Und dann finde ich es ehrlich gesagt schon fast ein bisschen frech, dass man direkt vors Gericht zieht. Also um nochmal auf links zurückzukommen, dass Sie das nach der Ernte gemacht hätten. Dann hätten Sie kurz die Pause, kurz eine Erntepause einlegen müssen und das sofort regeln müssen. Dann wären wir auch heute wahrscheinlich nicht hier. Wenn sowas passiert, muss man das sofort regeln und nicht erst später.
Ich glaube, das war der Tisch. Gut. Gut, was soll ich dann machen? Soll die Frucht verfaulen und ich soll mehrere. Ich soll 20.000 Euro Verlust einfahren? Das kann's ja irgendwie auch sein. Das ist eine Frage, die müssen Sie sich persönlich stellen, ob Sie Ihre Kunden vergraulen wollen oder ob Sie Ihre Ernte vergraulen wollen. Das ist aber Ihre Sache. Oder, wie Sie schon gesagt haben, Sie wollen. Sie haben sich umstrukturiert oder da was vorgenommen, dann ist das ja Ihre Sache. Das war ja auch, das kam ja auch noch dazu, deswegen. Das tut aber hier jetzt zum Verfahren nichts dazu. Natürlich, weil dadurch teilweise die Systeme nicht mehr so funktioniert haben wie früher. Ob Sie sollten sich zur Besprechung mal zurückziehen. Ja, wenn keiner mehr was dazu zu fügen hat, zieht der Gemeinderat sich zurück. Oder Herr Richter, exklusive Herr Müller. Richter, haben Sie aufgesperrt? Ja, haben Sie. Alter, Verwalter. So, kann man eigentlich nicht sagen. Aber gut, ne? So, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Morgen geht es natürlich weiter, dann erfahrt ihr das Ergebnis der Gerichtsverhandlung. Und auch mein vorgeschlagenes Strafmaß. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.